Guten Morgen. Es ist gerade mal 10 Uhr morgens und der Ochi ist schon ein Video am Aufnehmen. Was ist denn da los? Ja, es ist wirklich so ein bisschen besonders. Ich habe viel nachgedacht und wir müssen reden. Was ist es, worüber ich nachgedacht habe? Ja, Folgendes. Ich hätte da Änderungen vor, bezüglich Ochizocht, relativ einschneidende sogar. Und zwar besteht das so ein bisschen aus zwei Teilen. Und zwar erstens die gute Nachricht. Es wird mehr Streams geben, es wird regelmäßigere Streams geben, wobei, das ist irgendwie auch irgendwie so ein bisschen der Punkt. Die letzte Zeit mache ich das schon sehr regelmäßig. Ich habe immer mich noch nicht so richtig dazu durchringen können, wirklich einen Streamplan zu machen, zugegebenermaßen. Aber es zeigt sich, die letzte Zeit so um 19 Uhr rum, fast täglich, gibt es inzwischen Twitch-Streams. Und von daher möchte ich mich da noch stärker drauf fokussieren. Das ist so die gute Nachricht. Ich will es nicht mal schlechte Nachricht nennen, aber so die Kehrseite davon ist allerdings, dass ich den Ochizocht YouTube-Kanal dafür stark reduzieren möchte, vielleicht sogar einstellen möchte oder sagen wir mal so lassen möchte, wie er im Moment ist, einfach so als Archiv. Ich weiß es noch nicht so genau. Man kann ja, also er ist ja nicht aus der Welt, man kann ja, wenn man möchte, irgendwie ab und zu mal Specials machen, die man auf diese Weise raushaut. Aber eben drum, ich möchte mich mehr auf Streams fokussieren und weniger auf den YouTube-Kanal. Und ich bin tatsächlich sehr aufgeregt, was diese Änderung angeht. Aber eins nach dem anderen, ich möchte euch dazu ein bisschen was erzählen. Ich habe mit dem YouTube-Kanal Ende 2016 angefangen. Das ist inzwischen ungefähr 3,5 Jahre her, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also ungefähr, kommt hin. In diesen 1300 Tagen habe ich über 1500 Folgen aufgenommen, geschnitten, gerendert, encoded, upgeloadet. Ich habe Thumbnails dafür gemacht, ich habe Titel vergeben, ich habe getaggt, ich habe viel Arbeit reingesteckt. Ich habe viel Arbeit reingesteckt und das geht halt auch schon echt eine ganze Weile so. Und ich habe mich in der Zeit, vor allem dann ein bisschen später natürlich, nicht so ganz in der Anfangszeit, aber ein bisschen später, mich wirklich praktisch täglich damit beschäftigt, diese ganzen Schritte auszuführen. Also nicht nur zu zocken, sondern eben auch die ganze Nachbereitung zu machen, die ganzen Videos zu machen. Und eben weil mich das schon so lange begleitet, ist das für mich jetzt auch tatsächlich ein ziemlich großer Schritt zu sagen, okay, ich möchte daran etwas ändern, aber eben drum, ich möchte daran etwas ändern. Ich bin im Laufe der Zeit ziemlich gut darin geworden, ich bin ziemlich effizient darin geworden, Videos zu machen. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch Teil des Problems. Ich spiele inzwischen ziemlich viel, ich streame eben auch ziemlich viel. Und das Problem ist, aus allem, was ich mache, aus jedem Stream, den ich mache, versuche ich, eine Aufnahme zu machen. Und das führt so ein bisschen zu zwei Problemen. Erstens, es ist einfach ziemlich viel. Ich zock inzwischen relativ viel. Ich habe viel Bock drauf zu streamen. Und wenn ich alles das aufnehme, dann kommt einfach ziemlich viel zusammen. Das Ganze muss natürlich nachbereitet werden, es muss geschnitten werden, es muss gesichtet werden, es müssen Folgen draus gemacht werden. Das heißt, wenn ich irgendwie einen 4-Stunden-Stream mache, dann habe ich vielleicht nicht 4 Stunden, aber nochmal Stunden damit zu tun, das Ganze nachzubereiten. Der Rechner, der rechnet auch nächtelang dran rum, das Ganze zu verarbeiten. Es ist ja auch nicht so, dass ich das, was ich streame, irgendwie 1:1 einfach nehme und zerschneide und als Video raushaue, sondern ich mache mir zu all dem Gedanken, was kann ich zeigen, was nicht, wo muss was rausgeschnitten werden. Ich nehme ja auch die ganzen Video- und Audiospuren nochmal komplett separat auf, um das hinterher nochmal neu zusammenzusetzen, um die Cam zum Beispiel woanders hinzusetzen oder auszublenden, einzublenden, wie auch immer. Von daher, es ist alles noch ziemlich viel zusätzliche Arbeit, die ich mir da mache. Und das führt zu einem zweiten Problem, das mindestens genauso schlimm ist, nämlich, dass ich anders streame, als ich es gerne machen wollen würde, oder auch anders zocke, als ich es machen wollen würde. Ich möchte mich auf das Spiel konzentrieren können, ich möchte mich auf den Chat konzentrieren können und nicht darüber nachdenken, wo ich eine Folge anfange, wo ich sie beende. Ich rede dann ja auch so wie in einer Aufnahme, offensichtlich. Ich begrüße die Zuschauer, ich verabschiede die Zuschauer
Und dazwischen sage ich auch immer mal so, ah, das schneiden wir jetzt vielleicht mal weg oder so, oder das dauert mir jetzt zu lang oder so. Ich möchte das eigentlich gar nicht. Von daher, die Aufnahmen hindern mich eigentlich daran, so zu streamen, wie ich das gerne wollen würde. Es könnte im Übrigen auch ermöglichen, dass man wirklich andere Sachen ausprobiert, dass man mehr Sachen ausprobiert. Zum Beispiel, wenn ich jedes Mal daran denken muss, dass aus allem, was ich streame oder fast allem, was ich streame, eine Aufnahme werden muss, dann hindert mich das daran, auch einfach mal ein Spiel auszuprobieren, von dem man weiß, dass man das vielleicht gar nicht zu Ende spielen wird. Ja, es ist irgendwie ganz komisch, dran zu denken, dass ich schon irgendwie das Intro aufnehme, dass ich Hallo sagen muss, dass ich die Folgen cutten muss und dann nach 3 Folgen merken wir irgendwie, dass es vielleicht doch nichts für uns ist. Das kann man halt auch lockerer gestalten, dass wir einfach mal streamen und gucken, was passiert. Ja, und wenn daraus nichts wird, dann ist das auch okay. Dann nehmen wir uns eben das nächste Spiel vor. Und eben drum ist meine Vorstellung, wenn ich es reduziere mit den Aufnahmen und mit diesem Zwang, das Ganze auch auf YouTube raushauen zu müssen, dass der Stream davon profitiert, dass ich effektiv auch mehr Zeit habe, andere Sachen zu machen. Es gibt zum Beispiel einige Videos, die ich gemacht habe, die einfach anders sind, wo ich irgendein Produkt zeige und meine Meinung dazu sage oder irgendwelche Tutorials mache. Ich habe immer noch Tutorials für Reaper und für OBS und für andere Sachen rumliegen, wo ich die Tutorial-Serie angefangen habe, aber ich komme einfach nicht dazu, sie zu beenden, weil ich sowieso jeden Tag 2-3 Videos machen muss. Ich weiß nicht, wo ich das noch reinstecken soll in diesen Zeitplan. Deswegen glaube ich, dass es vorteilhaft ist, eigentlich für alle Beteiligten, wenn wir diese Änderung zumindest einmal ausprobieren und einfach mal schauen, was daraus wird. Ich weiß zufälligerweise von dem einen oder anderen, dass er vielleicht ein bisschen traurig sein wird, dass die YouTube-Videos weniger werden. Aber andererseits, ich bin ja auch so nicht aus der Welt. Die Aufnahmen auf Twitch, die gibt es ja auch, zumindest für begrenzte Zeit. Also falls man da irgendwas verpasst hat oder so, dann kann man ja auch, ich glaube, einen Monat als Affiliate, wenn ich mich nicht täusche, die Videos auch so noch nachholen. Ich kann inzwischen ja auch aufgrund der erhöhten Bandbreite in ganz guter Qualität streamen. Von daher, es ist jetzt, glaube ich, kein großer Verlust, wenn man die Videos dazu verwendet, vielleicht die eine oder andere Sache nachzuholen, die man eventuell verpasst hat. Das ist, was ich probieren wollen würde. Zusammengefasst, der Ochizockt YouTube-Kanal wird eingeschränkt, wird weniger oft gepflegt, vielleicht auch archiviert. Ich weiß es noch nicht genau. Wir gucken einmal, wie das so läuft. Und die Streams werden dafür aber, ich glaube, die Streams werden einfach geiler. So ist das einfach. Und auch wenn ich jetzt mich noch nicht so ganz festlegen wollen würde, jetzt im Moment, wie es aussieht, oder wie es de facto ist, um so zu sagen, streame ich fast täglich, das möchte ich einmal betonen, so ungefähr um 19 Uhr, aber auch mal spontan, auch mal ein bisschen früher, ein bisschen später, aber so Pi mal Daumen kann man das einmal so festhalten. Vielleicht werde ich ja auch wirklich einen fixen Streamplan dann einmal mir definieren, ich weiß es noch nicht genau. Aber wenn ihr informiert sein möchtet, dann guckt doch auch einmal auf den Discord-Server vielleicht. Den findet ihr unter ochizockt.de/discord. Da findet ihr einen Einladungslink. Es gibt auch noch ochizockt.de/twitter. Das ist eine Weiterleitung zum Twitter-Account, der gelegentlich aktualisiert wird. Aber Discord ist eigentlich eine ganz gute Quelle, um zumindest spontan zu erfahren, wenn zum Beispiel Streams anfangen. Und ihr könnt mich natürlich sehr gern auf Twitch auch mal followen. Den Link findet ihr unter ochizockt.de/twitch. Ihr könnt mir sehr gerne einmal eure Meinung sagen dazu, wenn ihr das möchtet, aber letztendlich, ganz ehrlich, es muss irgendwo auch meine Entscheidung bleiben. Deswegen, wahrscheinlich werde ich mir da jetzt nicht so wahnsinnig viel reinreden lassen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber es ist mir natürlich trotzdem wichtig zu wissen, was ihr so davon haltet und vielleicht kommen da ja auch noch interessante Vorschläge, was man so machen könnte. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig um den YouTube-Kanal, aber vielleicht seid ihr ja umso neugieriger, umso aufgeregter, was das Streamen angeht in Zukunft. Ich bin es auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock drauf, ja, mehr zu streamen, anders zu streamen und einfach mal zu gucken, was passiert. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und eben drum, vielleicht werde ich mein Know-how, das ich mir inzwischen angeeignet habe und auch die Technik, die ich mir inzwischen so zurechtgelegt habe, einfach dazu nutzen, andere Videos zu machen, interessantere Videos zu machen, spannendere Videos zu machen. Mal gucken, wir werden einfach sehen, wohin uns die Reise führt.
In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Treue und ich würde sagen, man sieht sich im nächsten Stream wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.